Jetzt sehen wir auch, was der deutsche Professor so in seinem Büro alles spielt. Wie sind Sie an diesen Apparat gekommen? Ja, dieser Apparat hat mir ein Münsteraner Unternehmer gestiftet. Der war so angetan von unserem Modell des Marketing als Flipperspiel, dass er gesagt hat, das ist doch für euch mal das Richtige, um eure theoretischen Überlegungen zu ergänzen, um ein bisschen Praxisarbeit. Und ganz ehrlich, das erdet doch sehr, wenn man diesem Chaos und dieser permanenten Dynamik, wenn man dem ausgesetzt ist. Das heißt auch, man kann nicht alles berechnen. Das ist eben ein großer Unterschied zu früher, in der vordigitalen Zeit. Damals war es eben so, dass Marketing so ein bisschen wie ein Flipper, wie ein Bowlingspiel war. Sie haben sozusagen die Kunden gehabt und sie haben ihre Marketingkugel gerollt und heute ist das eben nicht mehr so. Da ist alles in Bewegung und alles unter Druck und alles Dynamik und sie müssen quasi 24 Stunden und jedem Moment müssen sie darauf reagieren, dass der Kunde irgendetwas ihnen sagt, irgendetwas macht mit ihren Produkten, was sie eigentlich gar nicht so vorgehabt haben. Das ähnelt schon sehr dem chaotischen Flipperspiel. Okay. Hermann Hesse, der Autor meiner Jugend, allerdings wird der heute immer noch gelesen. Was hat der auf Ihrem Schreibtisch verloren? Ja, das ist ein schönes Beispiel für eine starke Marke, beziehungsweise eine Marke, von der keiner genau wusste, wie stark sie eigentlich ist. Und da gab es ein paar motivierte, engagierte deutsche Produzenten, die haben überlegt, ob sie eine Fernsehreihe mit Hesse machen oder über Hesse machen und unterm Rad und andere Dinge verfilmen. Und dann haben sie aber nicht genau gewusst, wie stark die Marke ist. Und dann haben sie gesagt, dann ist ihnen Münster eingefallen und mein Name eingefallen. Und dann haben wir eine Studie dazu gemacht, die auch ganz spannend ist. Wird es jetzt gedreht oder wird es nicht? Nee, gedreht? Wird nicht gedreht, glaube ich. Also Sergio Leone war ein großer italienischer Regisseur, der dann aber in Hollywood pleite gegangen ist mit diesem Film hier, Es war einmal in Amerika. Was muss man denn eigentlich, Sie wissen das wahrscheinlich als Betriebswirtschaftler und Medienexperte, was muss man, gibt es ein Rezept dafür, wie man erfolgreich sein kann mit Filmen oder wo ist das Risiko? Ja, da streiten sich die Gelehrten nicht. Es gibt sicher Regeln. Der Stefan Arndt, der deutsche Filmproduzent, hat mir mal gesagt, es gibt Regeln, aber er wüsste sie nicht. Also er hat sie irgendwo im Kopf, aber er könnte sie halt schwer abrufen. Und ein Teil unseres Jobs ist eben tatsächlich, diese Regeln zu formalisieren und auszudrücken. Hier in dem Fall ist es so, dass der Regisseur eben von seinem Produzenten nicht verstanden worden ist und er nicht gesehen hat, was für ein toller Film das ist. Und am Ende sind dann, weil eben dieses Verständnis nicht da war zwischen dem Künstler und dem Manager, ist dann sowohl der Regisseur gestorben an gebrochenem Herzen, als auch der Ökonom, und der ist pleite gegangen. Ja. Mhm. So, hier haben wir die professorale Minibar. Ihnen geht es aber doch wahrscheinlich nicht darum, sich den Feierabend zu versüßen, sondern was machen Sie damit? Ja, das ist nicht der wichtigste Grund für die Ansammlung dieser Artefakte. Das sind so Dinge, die mir Kollegen über die Zeit haben zukommen lassen. Die meisten Dinge, das eine ist zum Beispiel das Bier, was ich zum Einstand von den Kollegen bekommen habe, als Teil eines Münsteraner Korbes. Und das andere sind vielfach so Markenerweiterungen, Markentransfers, Jack Daniels als Schokolade oder hier, ich glaube, einer der schönsten Punkte ist so die Angry Birds Star Wars Fruchtgummis. Wo man eben sieht, wie sagen wir mal, Stilblüten dann Markentransfers und Markenmanagement treiben kann. Das heißt aber auch, digital ist nicht alles, sondern auch in der digitalen Welt spielt die Handarbeit eine große Rolle. Ja, definitiv. Wobei ich schon sagen muss, dass ich viel zu viel inzwischen auch digital lese arbeite. Also manchmal hilft das ja auch tatsächlich, sich die Dinge auszudrucken und zur Seite zu legen und einfach ein bisschen die Anspannung und die Effektivität oder Effizienz zu reduzieren. Und dann dafür hilft eigentlich Papier und Bleistift oder Papier und Stift eigentlich ganz gut. Aber ganz ehrlich, ist schon eine Rarität geworden. So, hier sehen wir Clint Eastwood, zwei glorreiche. Sie haben eben gesagt, das ist Ihr Lieblingsfilm. Gibt es auch eine Lieblingsszene da drin? Da gibt es, eigentlich ist der ganze Film ist eine einzige Lieblingsszene.
Der hat mir damals, als ich 14 oder 15 war, da hat er mir vor allen Dingen gezeigt, wie man denn cool sein könnte, was man ja so als 14, 50-Jähriger am meisten braucht. Ja. Und irgendwann später habe ich dann erkannt, dass das auch wirklich ein großartiger Film ist, ein wirkliches Meisterwerk, was der Sergio Leone hingedreht hat. Ja. Was jeder Junge gerne hätte, ist natürlich einmal Dark Father zu sein. Ja. Das heißt, haben Sie da ein Fable für? Ja, das war eine der, natürlich, ist ja eine der zentralen Markenerweiterungen und Markentransfers, die man so hat, an der stärksten Medienmarken überhaupt. Wir haben eine der tollsten Erlebnisse, die wir gehabt haben, ist eine Kinderuni, die wir gemacht haben. Und da haben wir über Medien gesprochen, über Filme gesprochen. Und dann kam irgendwann Darth Vader, kam in den Raum zur Star Wars Musik und 800 Schüler sind dann ausgerastet. Das war ein wunderbarer Moment. Dann habe ich am Ende mit dem guten Darth Vader noch mir einen Lichtschwertkampf auf der Bühne gegeben. Und ja, das sind schon Momente, die man im persönlichen Gedächtnis behält. Ja. Ja.